Hallo und herzlich willkommen hier aus der Whisky-Destillerie Peter Affenzeller. Wie kommt der Torfgeschmack in den Whisky? Das ist unsere heutige Frage. Bei einem rauchigen Whisky wird Torf verwendet, um das Getreide zu trocknen bei der Produktion. Es wird ja Getreide verwendet für die Whisky-Herstellung und das Getreide wird vorher feucht gemacht, dass es zu keimen beginnt. Und dann wird es unterbrochen und dann wird das Ganze getrocknet bzw. geröstet, dass ich Zucker reinbringe, das ist der Malzzucker. Und dieses Trocknen macht man bei einem rauchigen Whisky mit Torf. Das heißt, man legt Getreide auf einen Sintboden auf und unterhalb kommt Torf rein. Torf brennt nicht, sondern Torf raucht. Und dieser Rauch steigt auf, geht in dieses Getreide über, trocknet das Getreide, aber der Geschmack des Rauches bleibt am Getreide bleibt einfach liegen. Ja? Und wenn ich dann dieses Getreide verarbeite, dann bekomme ich den Torfcharakter schlussendlich dann auch in den Whisky bzw. in die Flasche. Und das ist das Geheimnis an dem Ganzen. Ja? Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten und freue mich auf viele weitere Fragen. Bitte unter dem Video einfach kommentieren und besucht uns auf www.peter-affenzeller.at. Vielen herzlichen Dank und bis dahin alles Gute.